damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder für euch ein Fahrzeugset mitgebracht und zwar eines von Pingau Blocks. Man könnte jetzt meinen, das ist ja ein Hersteller, der hier noch nie aufgetaucht ist. Aber die ein oder anderen kennen wahrscheinlich meine Fahrzeugreviews zu den größeren Camelife Famous Car Fahrzeugen. Und die haben nicht nur an dem Namen der Reihe eine Ähnlichkeit, sondern es handelt sich mehr oder weniger um den gleichen Hersteller. Denn Achco, von dem die anderen Fahrzeuge waren, gehört zu Pingau Blocks und deshalb überschneiden sich auch von denen das ein oder andere Set. Es ist hier die Setnummer 111, 161 Teile haben wir da, ist natürlich eines der kleineren Fahrzeuge. Mein Hintergedanke ist aber, mal rauszufinden, was man für 6,95 Euro von so einem chinesischen Hersteller wie eben Achco respektive Pingau Blocks für ein Fahrzeug bekommt und das nicht mal als eigenem Import, vor dem sich ja einige von euch fürchten, sondern als Set, was man in Deutschland mit einer Originalverpackung in einem Laden kaufen kann, in diesem Falle Blue Bricks. Ihr seht hier auch nochmal das Preisschild dazu. Dieses Fahrzeug ist sogar ein 3-in-1 Set, also wir können auch noch die zwei Varianten hier bauen und gehört, weil das ja noch nicht genug in 1 ist, zu einer 4-in-1 Reihe, in der man aus diesen vier Fahrzeugen dann diesen Truck hier bauen kann. Der Truck interessiert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Mich hätte vielleicht noch der Porsche hier interessiert, der war aber bei Blue Bricks leider nicht vorrätig, denn ich habe das hier mal im Laden gekauft, als so typisches, ich bin in einer Kaufhalle und nehme ein Set mit Set. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich hier erwartet für diesen kleinen Preis und dementsprechend mache ich das Ganze schon mal auf und wir schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. In der Box befinden sich dann die Teiletüten. Über die Steinequalität reden wir wie immer, wenn wir das Ganze hier bauen. Dann haben wir eine kleine Auffaltanleitung und den Stickerbogen. Bei dem Preis sind leider alles Sticker. Dass das auch anders geht in dieser Preisklasse, hat ein gewisses, man mag es kaum glauben, Lego-Set und zwar das Lego-Minecraft-Set vorgemacht, was ich euch schon letzte Woche vorgestellt habe, die 21177. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, das fand ich wirklich interessant. Ansonsten sind das hier eben viele Details auf den Stickern und die Sponsoren. Die Sponsoren erinnern natürlich an echte Sponsoren, aber sind meines Erachtens weit genug abgeändert. Und wir haben die Anleitung. Die Abbildungen sind doch sehr klein geraten, aber ich denke, auch so kann man noch alles erkennen. Persönlich würde ich mir das aber größer wünschen. Es wird verblasst dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt und nochmal mit solchen grünen Pfeilen markiert, wo das Ganze hin soll. Die Sticker werden während des Baus angebracht, da bin ich immer ein größerer Fan als alles am Ende. Und insgesamt haben wir 17 Bauschritte für das Hauptfahrzeug. Hier für das zweite Fahrzeug ist auch die Anleitung gedruckt und da sind es insgesamt 16 Bauschritte. Und für den Gabelstapler sind es insgesamt 15 Bauschritte. Die Anleitung ist jetzt kein Qualitätskracher. Ich finde es in der Preiskategorie aber in Ordnung und schön, wenn wenigstens alles gedruckt ist und man nicht irgendwas dann noch online abrufen muss, weil dem einen oder anderen gefällt ja vielleicht der Gabelstapler besser als der Rallyewagen. Und dann ist es doof, wenn man die Anleitung gezwungen online abrufen muss. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Set und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Rallyewagen wieder, außer es gibt im Bau irgendwas ganz Wichtiges zu zeigen. Cut! Hier ist nochmal Zukunfts-Vadibrick mit einer kleinen Info und einem kleinen Nachtrag zu der Review von der Mockgarage, denn viele von euch haben es sich gewünscht und ihr hattet vollkommen recht, deshalb liefere ich jetzt nochmal nach, die Mockgarage mit einem wirklichen Speed-Champion drin stehen zu haben. Und wie ich es schon in der Review gesagt habe, es ist ein bisschen klein geraten, die Garage, wenn man da einen 8 Noppen breiten Speed Champion reinstellt. Jetzt geht's aber wieder weiter mit dem Rallye-Fahrzeug. Und da ist er auch schon fertig, unser kleiner Rallye-Wagen. Der Bau ist natürlich super, super schnell vorbeigegangen, ist logisch, es sind ja auch nicht viele Teile und es gab in der Anleitung auch überhaupt keine Fragen. Die Bauschritte sind wirklich eindeutig, es wird alles gut gezeigt, die Sticker werden während des Baus geklebt und nicht erst am Ende drauf, das gefällt mir sowieso immer ein Stückchen besser. Auch wenn die Sticker trotzdem relativ spät erst im Bau verklebt werden, weil wir dann auch erst die Motorhaube und die restlichen Teile zusammenstecken. Und die Bauzeit beträgt, wenn man sich beeilt, 15 Minuten, wenn man sich Zeit lässt, eine halbe Stunde vielleicht. Auf jeden Fall ist das hier wirklich sehr schnell vorbei, ist auch sehr kurzweilig der Bau, weil er eben auch viel Spaß macht, dafür, dass es so ein kleines Set ist.
Die Steinequalität ist, wie wir das schon von den anderen Arco-Sets gewohnt sind, wirklich, wirklich gut. Das ist jetzt keine Marktführerqualität und sie sind auch ein Stückchen schlechter als Lego. Aber sie lassen sich super gut verbauen. Die Farbtreue ist zumindest in Ordnung. Sie könnte zwischen den Steinen zum Beispiel besser sein. Aber das fällt jetzt im normalen Spielbetrieb nicht extrem auf. Und es gab keine Fehlteile, also die lassen sich ohne Bedenken verbauen. Vom Aussehen müssen wir das Ganze natürlich beurteilen danach, dass es ein super kleines Set ist aus wenigen Teilen. Aber ich weiß nicht, was sagt ihr dazu, wenn ich mir so in Cartoon-Form vielleicht, also so einfach wie möglich, einen Rallye-Wagen vorstellen würde, dann kommt in etwa das raus. Also ich finde, die haben das richtig, richtig gut gemacht und das sieht für die Steineanzahl auch sehr gut aus. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist dieser Mix von glatten Flächen hier hinten mit den Noppen. Ich finde, das sticht zu sehr heraus, weil man wollte eben diese Schräge hier andeuten. Das kommt aber nicht rüber, wenn hier noch die Noppen sind. Aber das ist auch der einzige Kritikpunkt, weil wie gesagt, wir müssen das im Maßstab sehen und da haben die Designer hier wirklich abgeliefert. Gerade die Font gefällt mir ziemlich gut. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn sie es so hinbekommen hätten, dass man 4 Lichter hat. Das ist für mich so ein bisschen typischer bei Rallye-Wagen. Und mit den 3 Lichtern könnte es ein bisschen falsch aussehen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, sonst haben sie hier wirklich abgeliefert und ein schönes Fahrzeug gebaut. Für die Teileanzahl, muss man immer wieder sagen. Was ich nicht ganz verstehe ist, wir haben hier Sticker. Wir haben hier Sticker. Hier hören die Sticker auf. Und dann ist da halt kein Rallye-Streifen. Ich bin kein Riesenfan von Stickern, aber dann hätte man wenigstens hier einen Sticker mit draufkleben können, dass der Rallye-Streifen durchgeht. Wir können auch rein theoretisch eine Figur reinsetzen, aber im Cockpit ist jetzt sowieso nicht allzu viel los. Dieses Set wird eher anders bespielt. Und apropos bespielt werden, das Set hat jetzt natürlich keine Lenkung. Es hat auch keinen Rückziehmotor, was sich hier meiner Meinung nach angeboten hätte, sondern man kann damit nur durch die Gegend flitzen und da rollt es ganz gut. Also es kommt nicht an einen Speed Champion ran. Ein Speed Champion rollt da nochmal freigängiger, aber hier blockiert nichts, hier schleift nichts. Damit kann man im Spiel auf jeden Fall seinen Spaß haben. Andere Funktionen haben wir, wie gesagt, nicht. Was aber sehr gut ist, das Ding ist wirklich stabil. Das wurde wirklich dafür gebaut, dass es bespielt wird, dass es auch mal ein bisschen was aushalten muss. Hier bleibt jedes Teil dran. Das Einzige, was vielleicht mal abfallen könnte, ist dieses hier hinten, was mit den 2 C-Clamps gehalten wird. Aber selbst da mache ich mir keine großen Gedanken. Also hier seht, das kann man wirklich einem Kind mal in die Hand drücken, ohne Angst haben zu müssen, dass es dann am Ende nur noch viele Einzelteile sind, die man wieder zusammenbauen muss. Und das ist mir bei diesem Set hier ganz wichtig. Und ich bin der Meinung, das ist wirklich die 6,95 € komplett wert. Das ist ein schönes Einsteigerset, um mal zu gucken, wie ist es überhaupt, habe ich Spaß daran, mit Klemmbausteinen zu bauen? Und dann ist das hier ein Set, was einen nicht sofort abschreckt, weil es schlecht ist oder keinen Spaß macht. Das ist das ganze Gegenteil. Das macht Spaß und dementsprechend gibt es für so ein Einsteiger-Spielset auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung. Die 6,95 € sind hier meiner Meinung nach in den Spielspaß gut investiert. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.